Sandra Graf, Sie sind eine spezielle Athletin. Neben Heinz Frey sind Sie die zweite Schweizer Athletin, die zwei Sportarten startet, Handbike und Rennrollstuhl. Wo liegt bei euch die Konzentration drauf? Auf welche Sportart? Also ich denke, es ist sicher im Handbike, aber ich bin auch sehr gut im Marathon und im 5000 in der Leichtathletik. Wie schwierig oder wie einfach ist das, zwischen zwei verschiedenen Sportarten hin und her zu switchen? Also in diesen zwei ist es nicht sehr schwierig, weil sie basieren beide auf Ausdauer und von dem her geht es relativ gut. Ich muss mich einfach in den Rennstuhl muss ich ein bisschen eher wieder umsteigen von der Koordination her, aber auf die andere Seite des Handbikes ist gar kein Problem. Jetzt hat man im Rennrollstuhl quasi einen Gang, im Handbike hat man mehrere Gänge, man ist auch schneller unterwegs. Was macht denn die Sportarten so attraktiv, die beiden im Vergleich? Ja, ich denke, das Handbike ist einfach etwas anderes. Also ich kann anders trainieren auch. Ich genieße es im Moment halt mit dem Handbike mit meinem Mann können gut trainieren gehen. Bei uns im Appenzellerland. Von der Strecke her ist ganz etwas anderes, aber ich genieße es vor allem auch, eben mit jemand anderem können gut trainieren zu gehen. Sie startet jetzt bei 5000 Meter im Rennrollstuhl und im Marathon. Wo sehen Sie im Rennrollstuhl eure grösste Chance? Also ich denke, es ist sicher im Marathon, weil ich einfach eine Ausdauerathletin bin, lange hohes Tempo fahren kann und halt einfach leider im Sprint nicht so begabt bin. Anders sieht es aus im Handbiken. Dort gibt es sicher Zeitfahren und Strassenrennen, wo sie startet, allenfalls noch im Team. Das ist aber noch etwas offen. Wo sehen Sie dort die grössten Chancen? Also ich denke, ich fahre sehr gerne das Einzelzeitfahren. Ich konnte auch dort dieses Jahr zwei Weltcuprennen gewinnen und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Zielsetzungen, die müssen da fast Medaillen sein, wenn man im Weltcup so vorne einfahren kann. Ja, die sind auf jeden Fall eine Medaille, ja.